Die Lesung in Innsbruck ist ganz nach dem Geschmack des Schriftstellers. Er freut sich, sagt er zu uns, vor so einem noblen Publikum lesen zu dürfen. Denn am Land, da könne er solche Leute sonst nur sehr schwer erreichen. Die Innsbrucker Veranstalter haben auch alles aufgeboten, um den Literaten so nobel wie möglich zu umrahmen. Erwachsene reiben zufrieden die Hände. Die Lifte sind geölt und geschmiert, die Keller gefüllt, Bars gut ausgestattet, neue Zimmer und Betten aufgestellt. Das Vergnügen kann beginnen. Sommerbereifte Wintergäste treffen scharenweise ein. Bestaunen verzückt die weiße Pracht, bevölkt von Bisten, Hotels und Spitäler. Der Hauptberuf ist von mir Bauer. Aber schreiben, ja, es nimmt schon einen größeren Umfang an. Aber sind doch Bauer. Wisst ihr, was mir heuer zu Weihnachten gekriegt haben? Ein Handy. Jeder. Die fünf Kinder haben schon eins gehabt. Aber jetzt hat auch noch die Frau eins gekriegt und hat ich eins gekriegt. Ja, im ersten Moment habe ich mir zwar gedacht, zu was brauche ich ein Handy. Aber ich bin auch gleich mal drauf gekommen, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Auto unterwegs ist und sich fällt da was ein, man will schnell eben anrufen, dann kann man das tun. Obwohl, es ist gar nicht einmal so schwierig, wenn man jetzt, sagen wir, an der linken die Zigarette und mit der rechten telefonieren. Ja, außen kann man da daneben nicht mehr. An dem meint man ja, es gibt nichts mehr zu beschreiben. Aber am nächsten Moment fallen da schon wieder Sachen rein, kommt man ja hunderte Geschichten schreiben. Ganz unbewusst oft, wenn man meint, man muss was schreiben, nachher geht es ja nicht. Man muss gerade warten, dann kommt's. Und wenn mich da früher der Dusch gepackt hat, der Durst gepackt hat, dann habe ich ja die Küche rausgemessen und zu der Frau sagen gehen, hol mir von der Bier. Heute geht das viel einfacher. Anruf genügt. Wahrscheinlich im Unterbewusstsein will man schon was vermitteln. Will man schon, wie ich gesagt habe, kann man kritische Sachen verpacken ein bisschen und durch die Blume sagen. Aber ich werde die Welt nicht verbessern. Der Mann wurde mir immer verdächtiger. Als der Kirchensammler kam, griff er in die Manteltasche und warf dann etwas in den Klingelbeutel. Ich hörte aber nichts. Wenn ich manchmal einen Schilling hineinwerfe, dann hört man das. Da wird doch wohl nicht einen 20er hineingeworfen haben. Der hat überhaupt so viel Geld. Und wenn? Woher? Oder jetzt kam mir die Erleuchtung. Er hat nur so getan, als ob er etwas hineinwerfen würde. Er war also auch noch ein Scheinheiliger. Bei der Wandlung bekreuzigte er sich und schaute andächtig drein. Doch, was tut er denn jetzt? Ah, er holt ein Taschentuch aus dem Sack. Er hatte aber kein richtiges, großes, so wie wir, sondern nur ein kleines, papierendes. Damit schnäuzte er sich. Warum ist der überhaupt verschnupft? Hat er sich verkühlt? Wobei aber, wenn er vermutlich gar nichts tut. Hat er vielleicht doch eine daheim und sie laufen immer halb nackt herum? Es geht mich ja nichts an. Jedoch macht man sich halt so seine Gedanken. Dann ging er auch noch Kommunion. Hat der überhaupt gebeichtet vorher? Mit demütig gesenktem Blick ging er wieder in seinen Stuhl zurück. Dass man sich nur so verstellen kann.